Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute wollen wir über die sogenannte Elimination Team Comp reden. Denn aktuell läuft ja die MSI und ich sage mal, Gambit rasiert komplett. GBM ist einfach nur am eskalieren. Es ist ein sehr traditionelles Team und auch dafür bekannt, die ein oder anderen cheesy Plays zu machen. Und diesmal haben sie eine Composition zusammengedraft, wo ich sagen muss, holy shit. Das ist halt einfach der Albtraum Engage schlechthin. Und wir wollen diese Komposition so ein kleines bisschen genauer anschauen und auf Vor- und Nachteile schauen und natürlich das Ganze zusammenfassen. Beginnen wir zunächst bei dem Aufbau. Denn bei der prachtvollsten Variante hat sich Gambit für einen Ornn Toplane entschieden, einen Nocturne, einen Karthus und einen Djinn. Das sind erstmal alle Dudes, die sehr, sehr kraftvolle, Engage-lastige Ultimates haben. Klar, bei Karthus kann man sagen, oh, mit Last Hit der, aber das macht er hier nicht. Diese Composition, meine Damen und Herren, ist einfach nur der Albtraum, der natürlich bei Level 6 so ein Stück weit seinen Power Spike hat, aber dafür auch auf brutalste Art und Weise zuschlägt. Gambit Gaming hat hier Koordination perfektioniert. Sie wissen, dass die Kombination aller Ultimates dafür sorgt, dass der Gegner wirklich wenig reagieren kann. Und das Ziel hierbei soll auch sein, möglichst weiche und sehr, sehr gefährliche Ziele super schnell auszuschalten. Das ist die Idee dahinter. Ja, Elimination steht für Eliminierung von wichtigen Zielen. Und das Ganze schaffen sie auch an der gegnerischen Backline vorbei. Denn hier mussten sie gegen Trundle und Sion antreten, die erstmal not bad sind, okay? Und auch eine Orianna weiß zu disengagen, okay? Das ist eigentlich keine optimale Voraussetzung, eine Engage-Comp anzubieten. Dieser Engage funktioniert aber ein bisschen anders und ist sehr spell-lastig. Das heißt, nicht nur Botlane-Dives sind zu Beginn sehr, sehr potent. Das heißt, wir haben eine gleichzeitige Aktivierung der Nocturne-Ult, der Karthus-Ultimate und der Chin-Ult. Alleine diese drei Dinge reichen schon aus, um Botlane-Dives wirklich hervorragend durchzuführen. Der große Vorteil dieser Komposition ist, es ist sehr, sehr spell-lastig und sehr, sehr heavy. Ja, der Schaden ist einfach schlichtweg dumm, weil du den Nocturne-Damage, aber auch den Karthus-Schaden nicht direkt verhindern kannst. Vor eine Sion-Ult kann man sich stellen. Eine Ornn-Ultimate kann man sidestemmen und ausweichen, aber Karthus und Nocturne kommen definitiv durch. Das heißt, hier hat man eine Composition gebaut, die an der Frontline vorbeigeht und sofort die Backline divet. Natürlich ist er bei Nocturne das schwächste Glied. Ne? Er macht zwar übelsten Schaden, aber auch er ist nicht perfekt. Das heißt, diese Komposition hat natürlich auch ihre Nachteile und nicht selten ist Nocturne derjenige, der den kürzeren zieht, gerade wenn er wirklich in zu viele Leute reinsteuert. Generell ist aber diese Composition nicht nur fight-orientiert, sondern auch bei Objekten sehr, sehr stark. Du bist in der Lage, dein Engage-Timing bewusst selbst zu wählen und dadurch auch Objectives zu kontrollieren. Nicht nur, wenn der Gegner sie bereits startet, sondern du forcierst viele Fähigkeiten, viele Ultimates des Gegners oder holst vielleicht sogar ein, zwei Kills und danach stehen dir Baron oder ähnliches offen, je nachdem, wie gerade auch die Spielsituation ist. Bei Tower Dives gilt das gleiche ebenfalls. Gambit Gaming hat verstanden, sich Vorteile zu erschaufeln und über den Baron Buff und dieser starken Komposition Türme und so weiter einzureißen, weil sie genau wissen, Alter, wir werden eure Backline eh zerstören. Der Engage ist einfach brachial. Man kann zwar die Djinn-Schüsse, will ich mal sagen, abfangen mit den Tanks und das hat ab und zu mal funktioniert, aber trotzdem kommt später die Ornn-Ultimate einwandfrei durch. Karthus müssen wir nicht drüber reden, der scaled auch bis zum Mond. Und auch Nocturne hat hier sehr, sehr damage-orientiert gebaut, was dazu führt, dass die Backline sich absolut unwohl fühlt, okay? Die wird destroyed. Naja, ein weiterer Vorteil an dieser Komposition ist, dass natürlich das Scaling nicht schlecht ist. Das heißt, Karthus und Djinn sind im Late Game jetzt mal nicht terrible. Ne? Und auch Ornn weiß ich im Late Game zu behaupten. Und diese Komposition ist auch defensiv nutzbar. Solltest du also in Bedrängnis sein, kann eine Ult-Aktivierung von 3, 4, 5 Leuten dazu führen, dass du den einen oder anderen retten kannst. Hier in diesem Fall ist es Djinn und die Möglichkeit, aktiv zurückzuschlagen, dank der Djinn-Ultimate, ist auch nicht schlecht. Diese Komposition hat die Engage-Com nochmal auf ein neues Level gehoben und ist natürlich schwierig zusammenzubauen und man kann sehr aktiv dagegen arbeiten, aber die Grundstruktur ist schon mal sehr, sehr brutal, aber nicht perfekt. Das heißt, für diejenigen, die hoffen, das Ganze in ihren eigenen Solo-Queue-Games umzusetzen, die werde ich enttäuschen müssen. Hier ist sehr viel Koordination vonnöten, auch wenn man natürlich weiß, okay, sobald die Nocturne-Ult an ist, mache ich auch den ganzen anderen Shit, das ist trotzdem sehr, sehr schwierig und Zeitpunkte für eine Öffnung zu wählen müssen koordiniert sein, das bedeutet, Gambit hat hier auf jeden Fall auf eine sehr gute Koordination gesetzt, hat mir absolut gefallen. Zu der Nocturne-Dive-Problematik habe ich mich ja schon geäußert, er ist das weicheste Glied in dieser Composition und kriegt natürlich sehr, sehr viel Schaden ab, wenn er das Timing nicht gut wählt. Und diese Komposition versteht es aber zu snowboarden. Das heißt, sie braucht entweder Gleichstand oder eine Führung. Das ist für sie das Beste, um wirklich aktiver, um weitere Objekte zu spielen und quasi mit der Brechstange zu arbeiten. Das ist also das Entscheidende, denn die Ult-Frequenz ist gar nicht so niedrig. Später kriegt der Karthus sehr viel Cooldown-Reduction. Das bedeutet, er ist quasi auch bei jeder Ult mit dabei. Aber es reicht nicht aus, diese Spells lediglich defensiv zu nutzen. Das ist eine Option, es ist nice. Sollte man aber zurückfallen, bekommt man große Probleme, weshalb man die
Training Phase gut überstehen muss. Gerade Cardo ist ja ein Musterbeispiel, der kann natürlich totgesittet werden und hat natürlich auch den ein oder anderen Tod erlitten. Das ist nun mal so. Auch wenn er 7 Sekunden erst danach wirklich stirbt, ist es für ihn natürlich eine große Problematik, sollte er zurückfallen, auch wenn sein Scaling gut ist. Also das ist halt ein Punkt, der diese Komposition auseinanderbrechen könnte. Generell bin ich aber absolut begeistert, was Gambit hier zustande gebracht hat und die MSI zeigt, dass man sich dieses Event definitiv gönnen kann. Auch ihr könnt übrigens einschalten, wenn ihr Lust habt. Fakt ist, es ist eine Composition, die sehr, sehr snowball-lastig ist, aber gut durchgeführt, ein brutaler Brocken ist. Also da aktiv gegenzuhalten, gerade für Carries, ist super hart, weil du wirst einfach hochgeworfen, genuked von oben, genuked von vorne. Der Nocturne ist ja auch am Start und der Jhin folgt natürlich auch aus der Backline heraus und steht da schon mal relativ sicher, was für ihn gut ist, denn wenn die Frontline fallen sollte, sind immer noch die Carries mit Cardus und Jhin am Start, um das Game notfalls zu beenden. Diese Composition, meine Damen und Herren, absolut godlike und großes Lob an Gambit, hat mir übelst gut gefallen. Und ich hoffe natürlich, dass euch das auch gefallen hat. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.